Podfast, 7 Wochen Kartenmischen. Ein Podcast zur evangelischen Fastenaktion 7 Wochen ohne aus Niederroßlar und Kapellendorf mit Pfarrerin Christine Beerwald und Pfarrer Aaron Rogge. Die 4. Woche und der 5. Podfast. Und ich freue mich sehr, lieber Aaron, dass du wieder hier bist. Ja, schön hier zu sein. Grüß dich, Christine. Es ist der 5. Podfast. Und es ist Zeit, um über Liebe zu sprechen. Über Liebe, okay. Dann würde ich mal sagen, dir zuliebe tun wir das doch. Deine Grüßzügigkeit kennt keine Grenzen. Mensch, sind wir ja direkt beim Thema. Also, Liebe, romantisch. Romantische Liebe. Und mir fällt da sofort 1. Korinther 13 in den Sinn. Immer. Dann hören wir mal auf den Text. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Ein altbekannter Text, ich glaube, ganz, ganz viele kennen 1. Korinther 13, gerade bei Trauungen natürlich ganz beliebt. Wird mindestens einmal vorgelesen, wenn er nicht sogar Trauspruch ist. Und ich finde es auch ein schöner Text. Es lässt so ein bisschen träumen, wie ich immer finde. Von der Liebe, von der großen Romantik, von großen Gefühlen. Und darum soll es ja auch heute gehen. Oberthema der Woche ist dir zuliebe. Dir zuliebe reden wir über Liebe. Es geht darum, den gemeinsamen Umgang zwischen sich liebenden Menschen, zwischen Paaren, aber auch zwischen Freunden oder Verwandten, zwischen Eltern. Die Liebe in Beziehungen, darum geht es diese Woche. Und was dieses kleine Dir zuliebe bedeutet, das finde ich echt ein krasses Wort, wenn ich jetzt so ein bisschen darüber nachdenke, diese Dir zuliebe. Als Beispiel für Dir zuliebe, ich bin ein totaler Morgenmuffel. Ja? Also ich bin kein Morgenmensch, überhaupt nicht. Eigentlich schlafe ich gerne bis 9:10, aber zuliebe meinem Mann gegenüber stehe ich früher auf und er lässt mich dafür aber auch ein paar Minuten länger schlafen, als er aufsteht. Das ist immer ganz schön. Und vor allem, da ich ja wirklich morgens dieser kleine Morgenmuffel bin, geht er auch gerne relativ früh mit unserem Hund raus. Und ich muss da nicht mit. Manchmal gibt es dann aber auch so diesen Punkt, wo ich sage, okay, weil ich weiß, dass er sich eigentlich freut, wenn ich mitgehe, dass ich dann doch manchmal sage, okay, dir zuliebe komme ich mit. Ich kenne solche Situationen auch. Also, dass ich sage, dir zuliebe habe ich das gemacht, als ich vor ein paar Jahren das erste Mal Skifahren war, habe ich das zuliebe meiner Freundin getan. Weil ich dachte, dass es einfach gut ist, wenn wir diesen Sport gemeinsam erleben können, obwohl ich überhaupt gar keine Erfahrung mit dem Skifahren hatte und eigentlich nur Respekt. Und ich muss auch zugeben, die ersten Tage waren schon ein bisschen die Hölle. Es war irrsinnig anstrengend. Ich bin so oft hingefallen, hatte wahnsinnige Muskelkater und Schmerzen überall. Ich konnte am ersten Tag gar nicht mehr. Ich bin dann nur noch aus dem Sessellift geflogen und habe mich immer erstmal hingesetzt. Jeder, der schon mal Skifahren war, weiß, wie schwer es ist, sich wieder hinzustellen, wenn man einmal sitzt. Und das alles zur Liebe für jemand anderen. Und ich habe es dann auch gerne getan. Und das ist eigentlich genau das Thema. Machen wir etwas gerne für jemand anderen und tun wir es wirklich ihm zuliebe? Oder gibt es noch andere Gründe, warum wir das für jemand anderen tun? Ja. Und man merkt ja dann auch, wenn ich es eben aus vollem Herzen für jemand anderen tue, dann ist das ja so wie, dann ist es bei mir dann auch gut. Also ich mache das und denke da aber gar nicht weiter drüber nach. Und manchmal gibt es aber auch so Situationen, wo man es dann vielleicht so ein bisschen aufrechnet. Also gerade wenn dann was vielleicht stört am anderen, ob jetzt am Partner oder an irgendeiner Freundin oder einem Freund oder Arbeitskollegen und man schluckt das immer runter und macht das dann, man sagt zwar,
ihm oder ihr zuliebe und macht es dann aber doch irgendwie für sich und zählt es dann sozusagen auf, so wie eine Buchhalterin, eine innere Buchhalterin, die das irgendwie aufzählt und irgendwann platzt dann der Kragen, weil irgendwann reicht es. Ich glaube, das zerstört Beziehungen zwischen Menschen, wenn man anfängt, etwas nicht mehr nur aus reiner Liebe zu tun, weil die Liebe hat keine Erwartungen an den Gegenüber, sondern wenn man dann anfängt zu rechnen, wenn man sagt, ja, ich habe dir doch damals auch beim Umzug geholfen oder ich habe das und das gemacht, dann wird es toxisch. Das ist Gift für Beziehungen, zwischen Freunden, aber auch in Beziehungen. Das gilt aber auch für unseren Alltag. Ich glaube, viele Sachen, die in Beziehungen ja oft schwierig sind, sind einfach so kleine Alltagsprobleme. Ich habe einen wunderschönen Text vor ein paar Wochen mal gelesen in der Süddeutschen Magazin von einer Autorin, Sarah Peschke hieß die, und die hat geschildert, oder sie erzählt von dem Rat ihrer Mutter, wie man mit gut in einer Beziehung leben kann. Und zwar ist der Rat, die drei Eigenschaften des Partners, die den Partner ausmachen, die einen am meisten stören, die nehmen und fortan darüber hinwegsehen. Das ist eine ordentliche Aufgabe. Das finde ich eine richtig krasse Aufgabe, weil man ja sich genau überlegen muss, was stört mich denn so wirklich am anderen Partner, dass ich das am liebsten immer wieder ansprechen könnte. Meistens ist es irgendwie so Ordnungssache, schreibt sie dann auch. Es geht darum, dass ihr Mann nicht immer das Spül nicht richtig sauber macht. Ja, dass der Topf nicht richtig mit Spüle ausgewischt wurde, sondern einfach nur schnell mit Wasser und dann steht er da schon zum Abtrocknen, ist aber noch sichtbar dreckig. Und das kann ja einen auch wirklich nerven in einer Beziehung, dass der andere eine andere Ordnungsvorstellung hat als man selbst. Und sie hat das genommen und dann einfach gesagt, nee, ist gut, ich reg mich jetzt nicht mehr darüber auf. Mehr noch, sie gibt einfach, er gibt sie nach. Na, ich würde sagen, sie akzeptiert es einfach. Genau, sie akzeptiert, das ist der Punkt. Sie akzeptiert einfach, dass er so ist. Und sie hat die Erfahrung gemacht, dadurch, dass sie es einfach akzeptiert und er das gemerkt hat, dass er sich dadurch viel mehr bemüht hat, an seinem eigenen Verhalten zu arbeiten, an seiner Unlust richtig abzuwaschen. Ja, und damit würde ja auch dieses, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Da macht es ja so ein bisschen Sinn zu sagen, ich akzeptiere den anderen. Also ich ertrage es, weil ich den anderen liebe und weiß, es gehört einfach dazu. Das ist er. Da kann ich jetzt nichts gegen tun. Manchmal habe ich aber damit auch echte Probleme mit diesem Satz, weil dieses gerade, sie erträgt alles, finde ich manchmal falsch. Hast du ein Beispiel? Naja, ich habe so ein bisschen, wenn man gerade auch die Geschichte der Frau hinterfragt oder sich damit beschäftigt, ist es ja schon so, dass viele Frauen viele Jahrhunderte und Jahrzehnte lang alles ertragen haben, was irgendwie in der Partnerschaft gelaufen ist, ob das Demütigungen sind, Schläge, was weiß ich nicht alles. Und ich glaube, das tut eben nicht gut. Also da das zu ertragen, sicherlich aus vielen, vielen Hintergründen, weil die Frau keine eigene Arbeit hat und abhängig war, deswegen hat sie es ertragen. Aber gleichzeitig durfte sie auch gar nicht arbeiten, konnte nicht so eigenständig sein. Und es ist ja heute auch manchmal noch so. Und auch bei Männern ist das so, ja, dass da irgendwie, wenn Beziehung so ein Ungleichgewicht ist, und dann wird es schwierig, dieses Ertragen. Ich finde, sie sollte nicht alles ertragen. Das finde ich auch. Sie sollte nicht alles ertragen. Und da stolpert man schon drüber, wenn man diesen Text liest. Ich glaube, eine Beziehung lebt dadurch, dass beide gleichberechtigt sind. Wenn, dann ertragen beide gleichermaßen, wie sie sind. Genau. Und es gibt eine schöne Geschichte in den Texten von dieser Woche. Das Paar, das sich zeitweise getrennt hat aus Liebe, damit beide im Grunde genommen ein Stück weit ihr Selbst wiederfinden. Also die Frau, die in dieser Ehe sehr aufgegangen ist, im Sinne, dass sie alles gemacht hat und was auch gut war für eine bestimmte Zeit, aber halt festgestellt hat, dass die ganzen Freunde, die sie hat, die Freunde des Mannes sind.
dass alles, was sie tut, irgendwie mit dem Beruf des Mannes zusammenhängt und mit ihm gekoppelt ist. Und sie sich dann irgendwann gefragt hat, was bin ich denn eigentlich oder wer bin ich denn eigentlich? Und ihren Mann geliebt hat und liebt und sie auch zusammengeblieben sind in dieser Zeit der Trennung, sie auch eine andere Wohnung gesucht hat, sagen nach ihren Interessen wieder mehr gefragt hat, ins Museum gegangen ist, neue Freunde gefunden hat. Und nach 3 Jahren sind sie wieder zusammengezogen. Und jeder hatte wirklich sein Leben, was verbunden war durch die Liebe. Aber jeder konnte das machen, worauf er Lust hat. Und das ist ja manchmal auch, also zu verzichten und jemanden vielleicht auch gehen zu lassen, dir zuliebe in der Beziehung. Aber ich glaube, gerade Eltern kennen ja dieses Phänomen, ich lasse mein Kind ziehen, ihm zuliebe. Das ist ja das bekannte Doppelgebot der Liebe in der Bibel. Das ist ja nicht nur, dass du deinen Nächsten lieben sollst, auch in der Partnerschaft, dass da die Liebe im Vordergrund steht. Das ist das eine, aber was die in dieser Beziehung verloren hat, war ihre Selbstliebe, ihre Selbstbeziehung. Und das ist das Doppelte an der Nächstenliebe. Ich soll mich den anderen lieben wie mich selbst. Und wenn ich verlernt habe, mich selber zu lieben, mich selber so zu akzeptieren und sich mich selber wahrzunehmen, dann funktioniert das vielleicht auch in der Beziehung nicht mehr, dass man auf den anderen zugehen kann. Selbstliebe führt ganz viel dazu, dass man ausgeglichener ist. Und dann dem anderen zuliebe wieder Sachen machen kann. Und zwar aus vollem Herzen machen kann und nicht eben diese pingelige Buchhalterin ist, die alles aufzählt und irgendwann explodiert. Ein spannendes Thema, finde ich, für diese Woche. Und es ist gar nicht das Thema große Liebe und Romantik, sondern eigentlich harte Beziehungsarbeit an sich selber und an der Beziehung zu anderen Menschen. Richtig harte Beziehungsarbeit. Man merkt auch, dass man an bestimmten Strukturen so festgefahren ist, dass man Blockaden aufgebaut hat. Und das ist auch die Aufgabe, die ich mir für diese Woche mitnehme und auch Ihnen mitgebe. Wo ist denn mal so ein Punkt, wo ich einfach nachgeben kann und ein ehrliches dir zuliebe sagen kann, zu mir selbst, ohne es den anderen zu sagen, sondern einfach, wo ich mal sage, nee, ist nicht so wichtig, ich gebe nach, aus echter Liebe. Und das andere, mal nachzuspüren, wo bin ich vielleicht diese innere pingelige Buchhalterin? Also wo stören mich einfach Sachen, die ich aufzähle? Oder wo tue ich etwas jemandem zuliebe, was ich aber eigentlich eben irgendwie aufrechne? Also die Frage, wem tue ich einen Gefallen, wenn ich jemandem einen Gefallen tue? Dem anderen oder mir? Super spannende Frage. Kann man an so vielen Sachen beobachten. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse, die Erfahrungen, die wir und die Sie diese Woche machen. Und wir sehen uns dann vielleicht am Freitag 19.30 Uhr bei Zoom. Schön, bis dahin. Eine gute Woche, bleiben Sie behütet. Tschüss.